Wenn du meinst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Event her. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir auf meinem Kanal. Ich hatte euch die Tage eigentlich versprochen, dass ich so eine Art Taktikvideo mal mache mit Walküren im Rathaus 9 Bereich. Also früher hieß diese Angriffstaktik Falken, glaube ich. Die ist natürlich mittlerweile, ich will nicht sagen, über den Haufen geworfen. Die gibt es natürlich immer noch. Aber mittlerweile haben wir ja eine Karre. Wir haben also zumindest im Rathaus 10 Bereich. Aber wir haben ja mittlerweile auch andere Truppen für die Clanburg mit dazu bekommen. Yetis, die Ice Golems etc. Aber warum ich eigentlich das Event zu Anfang angesprochen habe, ich habe mich gestern unheimlich abgekrampft, Leute, kann ich euch sagen, im Dunkeldorf, denn ihr seht das links oben, 3015 Pokale, ich habe das endlich geschafft und ich kann euch sagen, jetzt als Mitbilder Hall 7 in die 3000 zu kommen, das war jetzt hier eher ein Zufall, wahrscheinlich noch aus dem letzten Clan spielen oder so, aber ihr seht das, hier oben habe ich noch mal zweimal hintereinander gewonnen, aber sonst immer gewonnen, verloren, gewonnen, verloren, gewonnen, verloren, zweimal gewonnen, verloren, zweimal verloren und so zog sich das hin. Ich glaube, ich habe hier knapp, ich weiß gar nicht, so gute anderthalb Stunden, zwei Stunden habe ich hier gebraucht, bis ich dann echt auf die 3000 war. Denn ich war immer so auf 2990, dann wieder runter auf 2960 und so weiter. Weil du kriegst natürlich als Gegner hier nur 8er und 9er. Und, aber am Ende waren es dann wirklich die schlechten Bases, die mich hier in die 1000 Gems reingebracht haben. Also, die nehmen wir natürlich gerne mit. Solltet ihr auch machen. Also, ich habe es jetzt mal das erste Mal überhaupt mit Builder Hall 7, glaube ich, geschafft. Ich habe noch einen, das ist der Alex-Account. Der hat es mit Builder Hall 8 noch nicht geschafft. Da bin ich aber auch so bei den 2900 und ein paar kaputte. Aber die nehmen wir sehr gerne mit. 1000 Gems hier. Damit haben wir auch gelevelt. Aber kommen wir mal zum Eigentlichen. Ich hatte euch eigentlich eine Rathaus 9 Folge versprochen. Das Problem ist, dass alle meine Helden, oder überhaupt nicht alle meine Helden, aber mindestens ein Held pro Rathaus Neuendorf bei mir im Moment levelt, nämlich nach der Liga habe ich die alle pennen gelegt und die Helden sind noch nicht wach. Deswegen habe ich das Ganze jetzt auf Rathaus 10 hochgebrochen und ihr könnt das, was ich euch aber zeige, auch auf Rathaus 9 runterbrechen oder auch auf Rathaus 11 hochbrechen, je nachdem wie ihr wollt. Wir mixen auch mal die Truppen. Ihr seht, was ich ausgebildet habe. Ich habe ein paar Walküren, ich habe ein bisschen ein paar Hocks, einen Packhammer damit bei, ich habe zwei Bowler, warum auch immer ich die habe, die habe ich die im anderen auch. Ah ne, hier habe ich die noch gar nicht. Oh, hier muss ich die noch quick trainen. Alles klar, die Armee hier ist ein bisschen anders, aber die trainen wir quick. Und so, dass ich euch wenigstens zwei Angriffe zeigen kann, mit verschiedenen Möglichkeiten, mal mehr, mal weniger Walküren, mal mehr, mal weniger Schweinereiter. Eigentlich heißt diese Taktik hier ja irgendwie Wasch, wenn man das eindeutscht. Allerdings wird ja vieles hier eingeenglischt im Clash of Clans. Das heißt also ein Waho, so ein Walküren-Hock-Angriff oder so. So kann man das irgendwie nennen, mit einem Queen Walk oder Queen Charge. Ich habe hier jetzt eine Karre equipped und mit auch zusätzlich Walküren drin. Das ist eine Armee hier, die ist absolut mauerbrecherlos. Das heißt also, die Mauerbrecher heißen hier in dem Fall Päcker und Walküren. Gehen wir mal rein ins Geschehen. Also mit Rathaus 10 habe ich jetzt schon ein paar Mal damit angegriffen. Aber ich will mir natürlich auch eine Base raussuchen, die so ein bisschen so, ja, ich will jetzt nicht sagen meine Stärke hat, aber wenigstens so ein bisschen so auf meinem Niveau ist, wo ich mit meiner Base in etwa stehe. Und so, dass das Ganze auch so halbwegs realistisch rüberkommt. Das wäre zum Beispiel eine Base, die kommt meiner schon ganz nah, allerdings sind die Magertürme noch ein bisschen low. Und da suche ich mir dann lieber eine passende Base, die ich jetzt mit euch oder die ich euch zeigen kann, damit wir hier so einen realistischen CK-Angriff haben. Das wird natürlich hier beim Farmen nicht so sein, aber zum Üben hier reicht es allemal und im CK kann man natürlich dann auch so ein bisschen was dazu beitragen. Die hier wäre schon mal gar nicht mal so schlecht. Die können wir eigentlich mitnehmen. Infernos sind mir, sie sind mir nicht wirklich egal. Allerdings eignen sich natürlich Single Infernos etwas besser. Boden, die X-Bögen da auf Boden, ist auch schwierig für meine Queen. Die soll natürlich erst ein bisschen chargen, aber wir gehen mal rein, 8 Sekunden. Und dann geht das hier los. Ich musste eben nochmal inne gehen. Okay, dann gehen wir hier mal rein. Ich gucke mal, wie ich eigentlich immer beginnen will. Wir nehmen mal hier so zwei Loons rein und die Queenie. Unter Umständen verbrauche ich jetzt natürlich schon gleich einen Wut. Ah, da ist die Queen schon Geschichte. Okay, und jetzt muss ich mal gucken, dass also diese Angriffsstrategie geht auch fürchterlich schnell, kann ich euch sagen. Ich funnel hier mal gegen mit dem Päcker und auch mit dem Dicken.
So, jetzt kommt es ganz drauf an, wo meine Queen hingeht. Okay, die geht aber ganz gut. Und auch der King geht ganz locker hier. Jetzt muss die Queen nur ein bisschen mitkommen. Komm, Queen. Jawohl, Queen geht mit. Und jetzt kann ich hier auch meine Wallis mit reinschicken. Ich nehme die beiden Bowler hier mit rein. Und dann soll das hier durch die Base durchgehen. Oh, da ist schon mein Einer. Ich wollte gerade sagen, mein Einer. Da ist schon mein König am Deckel hier. Und ich nehme hier jetzt mal die Hox mit rein. Zwei Heilzauber habe ich noch. Ich hätte natürlich auch Fries mitnehmen können. Fries habe ich noch gar nicht eingeplant, muss ich sagen. Frieszauber habe ich noch gar nicht eingeplant. Jetzt haben wir hier noch einen Loon. Den können wir allerdings hier gleich mal setzen und hier schon mal an unser Cleanup gedacht. Wo sind meine Hogrider alle? Okay, alle ist gut. Ah doch, da sind sie noch. Alles klar. Da sind die Hogs noch. Dann heile ich die hier nochmal durch. Geh weg da. Lasst mich in Ruhe. So. Alles klar, das sah aber gar nicht mal so schlecht aus. Das habe ich schon schlechter gemacht, Entschuldigung bitte. Ich musste gerade so ein bisschen nach unten sprechen. Oh, die Bombe war natürlich nochmal knackig. Na, schaffen wir nicht ganz die Base, aber so kann man es in jedem Fall machen. Vielleicht noch ein bisschen, ein kleines bisschen besser geplant, aber ich sehe auch gerade da unten meine Valkyren. Daran hat es jetzt gelegen, Leute. Meine Valkyren sind ja erst auf Rathaus 9 Niveau. Ah, okay, dann müssen wir die gleich mal pimpen. Ich nehme mir mal so einen Powertrank, denn es gibt ja Powertränke auch wieder im Billigpass, also im Silberpass, aber ich habe gesehen, dass dieser Account hier sowieso viel zu viele Powertränke hat. Die habe ich hier nie genommen, auch wenn ich es hätte machen können, so zu Anfang Rathaus 10. Oder ich könnte sie mir jetzt halt aufsparen, aber ich nehme sie wirklich sehr, sehr wenig. Ich müsste die einfach mal ein bisschen mehr nehmen. Oh, naja, okay, aber trotzdem, die beiden Minenwerfer werden in jedem Fall die Queen noch schaffen. Und die Queen muss auch nochmal durch Moerken da, glaube ich, durch. Ich glaube, die Range ist nicht ganz so weit, aber naja, gar nicht mal so schlecht. Den Loot haben wir eben auf jeden Fall gemopst und jetzt ist auch meine Queen hinüber. Da ist noch, was ist denn da eigentlich noch? Ach, da ist noch so ein kleiner, eine Bogenschützin war das, glaube ich. Okay, 97% kann man was mitmachen, würde ich sagen. Kann man was mitmachen. Und ich nehme die jetzt nochmal exakt nach. Hatte aber gesagt, dass ich gleich einen Powertrank nehme. Den nehme ich auch allerdings gleich jetzt, aber wir wollen so ein bisschen schieben. Also nehmen wir eben einmal hier den Trank und ihr seht, dass ich habe 9 von den Powertränken. Da können wir ruhig mal einen nehmen, würde ich sagen, um hier so ein bisschen diese Taktik hier zu üben. Ich habe die übrigens schon gemacht. Ihr seht das hier unten, habe ich damit schon mal angegriffen. Das war jetzt die Kombi, die ich jetzt benutzt habe mit der Karre. Und die nächste Kombi wird mit einer Kaserne sein, wo ich Hogs drin habe. Deswegen habe ich auch 12 Valkyren gleich und nur 6 Hogrider. Also da könnt ihr kombinieren, wie ihr wollt. Ihr braucht euch auch nicht den Packer nehmen. Denn das Coole natürlich gleich an der Kaserne ist, dass man nochmal, wie viel haben wir? 35 Platz fressen die 7 Hogrider. Und es kommen ja nochmal raus ein Packer, 25 Platz und 12 mal 4 Platz Magier. Also das ist unheimlich, was nochmal eine Kaserne hier an Truppen mit reinbringt oder an Truppenplatz mit reinbringt. Und die Kombi nehmen wir in jedem Fall auch nochmal mit. Also ich mache einen kurzen Cut. Ich muss eben mal recken und mal zusehen, dass ich auch eine Kaserne jetzt bekomme. Bis gleich. Okay, ja, ich habe euch ein bisschen die Bauzeit bzw. auch die Gegnersuche ein bisschen übersprungen und habe mir den hier geschnappt. Also jetzt mit Kaserne und 108 Truppen hat man jetzt übrigens mehr, das ist echt der Hammer. 108 Truppen mehr durch die Kaserne. Ich meine, klar, die 35, die ich jetzt da drin habe und die ich sowieso da drin habe, aber nochmal das, was aus der Kaserne kommt, sind 73 Truppen Platz. Das ist heftig, das ist echt heftig. Und ich muss jetzt mal gerade gucken, wie können wir den denn angehen. Ich glaube, wir gehen den mal von hier oben an. Ich muss mal eben gucken, wo ich immer so gegenfunneln kann. Aber so sieht das ganz gut aus. So, 1, 2, 3, 4. Und mal sehen, ja, das Problem ist natürlich Mauerbrecher los, dass ich unter Umständen immer dann schlecht an die Clanburg komme. Aber okay, das ist nun mal so. Wir gucken mal, wo die Queen denn jetzt so hingeht, wo sie hinzieht. Ah, die zieht zur Bauhütte. Okay, die zieht zur Bauhütte hin. Alles klar. Dann glaube ich, geht die auch nicht mehr zurück, oder? Ich mache mal eben das da weg. Gucken wir mal. Clanburg hat er aber keine. Und wir gucken mal, ob die jetzt nochmal wieder weiter... Okay, sie geht nach da. Alles klar. Sie geht nach da. Dann kann ich... ja, das ist jetzt die Frage. Wo funneln wir eigentlich? Wir funneln, glaube ich, hier. Hier gehen wir mal rein. Und das Lager hier muss auch weg.
Und der Pekka soll hier den Mauerbrecher spielen. Und eigentlich kann ich jetzt schon, na, jetzt vielleicht noch nicht. Jetzt vielleicht noch nicht, aber ich nehme jetzt mal meine ganzen Walküren hier mit rein. Da gehen sie, da kommen sie rein und die Queen geht aber nicht mit rein. Okay, die Queen geht nicht mit rein. Dann nehme ich jetzt dahinter einfach mal meine Kaserne. Okay, dann nehme ich jetzt mal meine Kaserne und wir nehmen hier unsere Hox schon mal mit rein. Ich muss meine, die muss ich auch zünden da. Okay. Okay. Naja, nicht ganz so dolle oder nicht ganz so optimal, aber gleich kommen ja noch meine Max Hox hier rein mit ins Spiel. Und die wollen wir nochmal durchheilen hier. Ah, sehr ärgerlich, muss ich sagen. Sehr ärgerlich, dass die Queen da. Ich habe es bisher noch nicht geschafft, die Queen da mit reinzuziehen. Das ist echt ein bisschen mau, würde ich sagen. Und jetzt kommen hier aber von hier hinten die Hox mit rein. Und die brauche ich da noch nicht heilen. Da geht die Kanone noch down. Der Inferno geht auch noch down. Und oh, da muss ich den Heilzauber schmeißen. Da war gerade noch eine Riesenbombe. Clean up, Toto, jawohl. Clean up ist mit am Start und das könnte noch was werden mit den Max Hox. Ich habe außen auch noch einen Packer. Und habe jetzt allerdings da hinten noch einen Bombenturm. Mal sehen, wie viel Schweinchen das denen noch schaffen da. Das sieht aber noch 26 Sekunden. Oh, nochmal eine Bombe, scheiße. Und jetzt nochmal die Bombe vom Bombenturm, okay. Aber ich glaube, die tut dem Max Hox hier nicht ganz so weh. Nee, das schaffen wir in jedem Fall. 16 Sekunden sollten wir machen. Auch mit dem Abräumen hier. Gift habe ich jetzt mal wieder nicht genommen, okay. Also noch eine Runde hier. Ja, manchmal habe ich auch einfach Bock auf ein Rathaus. Einfach mal ein bisschen ein Stündchen boosten und ich habe es jetzt schon wieder vergessen, Leute. Ich habe den Trank schon wieder nicht genommen, okay. Ja, Toto. Was soll nur aus dir werden? Okay, ich habe den Trank schon wieder verpennt, aber macht nichts. Ich werde ihn gleich nehmen und wir machen nochmal den mit der Karre, glaube ich. Der ist irgendwie ein bisschen besser gelungen. Ich glaube, ich muss die Queen mit reinziehen mit der Karre und mit den Walküren. Anders wird das nicht funktionieren und dann cutte ich euch das leider nochmal. Aber wir machen noch einen dritten Angriff, weil beim Toto sind immer viele gute Dinge drei. Typische CK-Base, würde ich sagen, oder? Diese Box-Base hier. Denke ich mal, dass das eine typische CK-Base ist. Die nehmen wir mal mit. Ich muss jetzt mal ein bisschen genauer rein. Ich muss jetzt mal eben überlegen, wie wir die machen. Ich habe da unten gleich zwei Helden. Das ist ziemlich knackig, Leute. Das ist ziemlich knackig für meine Queen. Aber ich habe jetzt eben auch immer die drei Zauber auch nicht so wirklich genommen. Und deswegen booten wir die hier mal. Ich meine, okay, der war jetzt eine Elver Queen und ein Elver King. Warum bist du denn eigentlich auf Rathaus so stark gegangen? Muss man mal so fragen. Okay, ich glaube, die Base ist jetzt nicht so stark. Der können wir hier gegenfunneln, würde ich sagen. Und können hier mal mit unserer Karre rein. Meine Queen muss aber trotzdem nochmal booten. Die muss ich trotzdem nochmal booten. Ihn hier mit rein. Und der kann ruhig jetzt ein bisschen da laufen. Okay. So, meine Walküren gehen da mit rein. Wunderbar. Da sollen die auch durchgehen. Und dann geht das hier ab durch die Mitte. Ich habe jetzt zwar nur noch einen Zauber gehabt da, aber ich meine, die Mitte wird super entkernt hier. Und ich glaube, wir können hier schon unsere Hox schicken. Auf den einen X-Bogen, denn der ist erstmal weit weg und nicht erreichbar. Da unten flitzen meine ganzen Walküren noch. Wunderbar. Hier kann ich schon mal ein bisschen Cleanup setzen. Oh, oh, oh. Alter, die Bombe habe ich mal wieder nicht gesehen. Toto hat mal wieder eine Bombe nicht gesehen. Okay, oh, das war's mit meinen Hox, alles klar. Das war jetzt ein bisschen wenig Hox, ne? Naja, okay, aber ich habe ja da unten noch alles am Laufen hier, alles noch voll in Heilung. Wunderbar, ich lasse hier mal die Magier mitlaufen. Und auch die beiden Boris, habe jetzt noch einen Heil, okay. Da kann ich die Walküren gleich sicherlich nochmal schön durchheilen. Mal sehen, ich heile die jetzt mal durch hier. Und dann müssen wir es so reißen mit neuen Hox. Ja, schade, schade. Habe ich nicht gesehen. Da hinten die Doppelbombe mal wieder. Das war natürlich auch mal wieder mein Bock. Schnell bei den King hier zünden. Aber die Walküren gehen immer noch durch die Mitte. Und X-Bogen. Okay, Boxbase ist vielleicht. Vielleicht muss ich die Queen ein bisschen mehr laufen lassen. Aber jetzt wollen die vielleicht denn doch mal in die Base hier rein. Ja, da gehen sie noch mal rein jetzt. Die Walküren zumindest. Und abgelenkt hier von den Heilern. Da sollte in jedem Fall der Inferno auffallen und auch der X-Bogen jetzt. Jetzt läuft er einmal raus, noch 97%. Ah, könnte doch noch klappen. Okay, könnte doch noch klappen. Ja, wie gesagt, Leute, könnt ihr checken, die Kombi hier,
wie man die am einfachsten nimmt, beziehungsweise wie man die so ein bisschen vielleicht umstrickt oder ummodelt. Auch nochmal eine so eine fette Bombe da, alles klar. Aber nicht so schlimm, haben wir trotzdem gepackt hier. Und sollte ja auch für mich so ein bisschen zum Üben sein. Ich will mal so ein bisschen mit der Kombi vielleicht auch im CK was machen. Also, ob nun Karre oder Kaserne. Und ich habe es wieder nicht gemacht, Leute. Ich habe es wieder nicht gemacht. Keiner sagt mir das, dass ich das machen soll. Dass ich den Trank nehmen soll. Naja, okay, jetzt ist zu spät, Leute. Habe ich das Ganze halt mit 4er Walküren gemacht. Mit 5er Walküren, sind wir ehrlich, würde hier jede Base fallen. Oder wäre jede Base gefallen. Aber in einen Tag... In knapp einem Tag, nee, in 10 Stunden ist mein Golem auch fertig. Und danach kann ich dann die Walküren sicherlich leveln. Dann mache ich sie mir direkt fertig. Denn ihr seht das oben, ich habe da noch so ein Büchlein. Das würde ich ganz gerne noch verbrauchen. Und dann sieht das hier auch ganz gut beim Schief aus. Das können wir nochmal einsammeln hier. 5 Bauarbeit habe ich frei. Kanonen, Town Hall. Ich würde sagen, wir machen hier die Kanonen. 2 Stück kriegen wir in jedem Fall hin. Eine und noch eine. Perfekt. Elex brauche ich nicht mehr. Mit Elex mache ich im Moment schon meine Mäuerken hier. Und ja, da muss ich mal gucken, wie ich dort weiter vorgehe. Aber 7 Millionen, das Dunkle brauche ich halt nur noch für Truppen und nicht mehr für die Helden. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Ich habe das jetzt runtergebrochen von Rathaus 9 oder hochgebrochen auf Rathaus 10. Also kleiner Taktik-Guide hier. Ich werde mal jetzt noch ein bisschen damit üben, habe ja noch ein bisschen Schub. Und ich denke, die kann man ganz gut im CK gebrauchen. Vielleicht habt ihr sie ja schon gebraucht oder so. Oder so eine ähnliche Kombination. Schreibt sie ruhig unten in die Kommentare rein, was man vielleicht verändern kann. Aber ich glaube, so kann man es ganz gut machen. Und einfach mal so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen oldschool, aber eine Truppe, die auch eher wenig genommen wird. Das sind die Walküren nun mal. Und naja, ich benutze sie jetzt sicherlich auf Rathaus 10 und werde damit noch ein bisschen weiter üben. Ich hoffe, ihr kommt gut ins Wochenende rein. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes. Bis dahin, bleibt gesund, euer Toto. Flashed.